Hallihallo durch meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Diablo 3 Reaper of Souls. Mit dabei mal wieder der Cyrus. So sieht's aus. Der Fuba. Hallihallo. Der gerade aus dem Bild gerade ist. Und ich, der ist Stevie. So, endlich kommen wir mal wieder dazu, Diablo 3 zu spielen. Und wo müssen wir jetzt? Kathedrale. Weiter als ich in Erinnerung habe. Ja, ich irgendwie auch. So, wie ihr seht, ich habe meine Demon Hunters gegen den Crusader ausgewechselt, der jetzt mit Reaper of Souls die neue Klasse ist. Oh, geht ja gleich gut los. Mhm. Ich habe auch Expert runtergestellt. Seit wann denn das? Seit wann denn das? Wir wollen doch eigentlich tormenten, oder? So weiß ich schon, ja. Mir in Erinnerung, ja. So, dann klären wir das jetzt nochmal hier. Und fangen das Ganze nochmal an. Fangen wir mal von vorne an. Ja. So, das kann es ja nicht sein. Wie ihr gesehen habt, das war gerade viel zu einfach. Das können wir euch nicht antun. So. Seid ihr alle raus? Nee, noch nicht. Raus. Okay, Game Settings. Torment. Kann ja nicht angehen, dass wir hier auf Expert spielen. Also. Besser, Pussis. Bah, Pussis. So. Jetzt eigentlich resume? Okay, dann eben so. Willkommen zurück im Ladebildschirm. Ja. Einer der meistgefürchtetsten Bildschirme überhaupt. So. Und wieder da weiter, wo wir aufgehört haben. Zum Krieger müssen wir ja noch. Zum Krieger? Ja. Achso, zum Krieger. Dem, wie heißt er noch gleich? Cormac, genau. Dann müssen wir an Janda vorbei. Bam. GZ. Ja, GZ. Ich bin auch gerade nicht mehr ganz zuverlässig, was meine Skills so angeht, ne? Also. Hey. Oh, shit happens. Aber wild drauf rumklicken wirkt eigentlich auch ganz gut. Ja, bei Mönch auf jeden Fall. GZ. Danke. GZ. Ja, das ist Tormund, so wie wir es kennengelernt haben. Ins Gesicht! Ja, ihr seht, ich habe den Shield Charge beim Crusader drinnen. Ist ein sehr guter Gap Close. Einfach alles umrennen, was einem im Weg steht. Und dem Gegner das Schild in die Fresse kloppen. So, da hätte er noch 23.000. Tut einer von uns einen Stun? Du, Markus, oder? Nö, eigentlich gar nicht. Nur den Blind momentan drin. Cyrus, hast du einen Stun? Nicht, dass ich wüsste, vielleicht auf der Waffe irgendwas. Kann ja auch sein. Hans, jetzt drauf? Gott, jetzt stirb eben. Kann ja nicht wahr sein. Das ist echt. Ich hab den Knockup auf dem Hauptangriff. Du hast auch
Deadly Reach drin und nicht Thunderfist, oder? Yep. Okay, Deadly Reach hat keinen eingebauten Stun. Nee, Sweet. Aber den Knock-Up halt auf ihn. Ja. Hui. Back to my mission. Wir wollen bitte die Story erleben. Das heißt, Finger weg von der Leertaste. Ach, immer diese Gewohnheit. Tut mir leid, das war ich. So, bitte in die Kommentare den Cyrus Flame. Nein! So. Um es kurz zusammenzufassen, der Knirsch, den wir gerade befreit haben, nennt sich Cormac, ist ein Templar und will allen aufs Maul hauen. Ja, doch. Prinzipiell war es das auch gerade erstmal. Ja, super. Punkt. Ausrüstung. Toll. I am Cormac. Ja. Warrior of the Templar Order. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past Jondar. There is no Jondar. Very well. Ja. Also, jetzt müssen wir einen seiner bösen Brüder suchen. Seek and Destroy, quasi. Mehr oder weniger. Ja, destroyen wir ihn mal. Na, erst müssen wir ihn zieken. Ja, hat sich wieder unterm Boden versteckt. Hm. Wäre mir zu ungemütlich. Hm, ja auch. Hui! Ah, da haben wir schon mal einen. Ah! Das haben wir halt schon gefunden. Ja, ich sehe auch Klee. Ja, wie ihr hört, ist ja so ein bisschen. Wie beschreibt man das diplomatisch? Von seinem Glauben überzeugt? Ja, fest überzeugt. Von seinem Glauben fest überzeugt? Top motiviert. Whee! Top motiviert. Ja, das haben wir schon gehört. Das haben viele behauptet. Und am Ende haben sie es nicht geschafft. Ups, daneben. Ja, deine Hunde spielen wir mit seinen Minions. Ist doch gut. Ja, ne? Wir werden uns auf den hier konzentrieren. Der ist sowieso gleich weg. Ach. So. Betrayal can never be forgiven. Ja. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King, but there is one condition. If we find the sacred tomes of my order, they are mine. If these tomes are not the key to redeeming the Zakharum faith, then they are indeed yours. Then onwards we go to fight the Skeleton King. So. Also, der Vogel wird uns von nun an begleiten. Beziehungsweise wir können ihn, wenn wir Solo-Player oder wenn ihr Solo-Player spielt, können ihn als Gefährten rufen. In diesem Fall sind Fuba und Cyrus meine Gefährten. Yay! Daher brauche ich keine überbezahlten NPCs. Die auch noch verlangen, dass wir ihnen Bücher geben. Na, ist echt. Ah! Platsch, platsch, Kettenreaktion! Platsch, platsch. Stirb! Stirb! Oh. So, die Regale auch mal durchsuchen. Kann ab und zu mal ein paar Crafting-Ressourcen drin finden. Ja, oder auch nicht.
Naja, die ganzen normalen Truhen und sowas alles, das wurde alles ein bisschen abgeschwächt, was da stimmt, so drin ja, zu finden ist. Das war ja was. Die Wahrscheinlichkeiten also, wurden runtergesetzt von den Truhen. Also wird wahrscheinlich. Oh, jetzt mit einer. Jetzt mit einer Zweihandwaffe. Ah, die Crippling Wave. Die Waffe hier gerade hat sich ein wenig stark herausgestellt. Allerdings, bei Hand eben, ne? Den langsam aus, wie ich angreife. Wirkt immer so, als würde man keinen Schaden machen. Ja, das stimmt. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wenn man sich wie schnell angreift, gefühlt mehr Schaden macht, als wenn man zwei Waffe trägt, die übelst langsam angreift. Danke. Hui! Boink, boink. Geht's selbst. Danke. Hui, 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 hui. Ah, was hab ich eigentlich gerade. Da fällt mir ein, ich wollte ja eh so ein Zweihandmünch mal basteln. Ach so? Was so richtig geht, weiß ich auch nicht. Man es wirklich machen kann. Ist aber dann eher so quasi supportmäßig eingestellt. Zweihänder. Ich fand einfach, glaube ich, die Idee mal ganz lustig, so vor Monaten, Jahren. Vor langer Zeit. Ja, da mit so einem schönen großen Katana. Ähnlichen Ding. In einem unbekannten Land. So, ich habe jetzt grüne Hunde. Hier ist ein Erfahrungsschrein. Okay, den werden wir mal nehmen. Lohnt sich doch. Komm mal hier. Hoch, Fuba. Ja. Bam, bam, bam! Ach, vergiften die jetzt quasi? Ja. So wie es aussieht. So, gehen wir weiter? Klar. Hui! Ach, weil es ein lustiger Spell ist, habe ich jetzt mal die Glocke reingenommen. Die Glocke ist cool. Angriff! Boink! Okay, gehen mal damit hin. Greift mich an! Jetzt hat. Danke! Ah, Explosion! Ich hab das Law of Valor. Das ist eine Aura. Der Crusader hat drei Auren, wa? Oh, das habe ich gerade weggehabt. Hingegen der Mönch vier Mantras hat, was auch Auren sind. Aber das ist, glaube ich, die Aura für Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Ja. Später gibt es dann noch Lifeback und auch mir nicht was anderes. Das mit den Nephilim Orbs ist ziemlich cool. GZ. Ja, Gratulation. Ach so, stimmt. Irgendwie, ja. Danke. Gleichfalls. Danke. Ja. Wow! Er hat ja auch dieses lustige Passiv, dass er seinen Nephilim Valor quasi länger aufrechterhalten kann. Ui. Sie haben Molten! Au! Jetzt quasi auch einen anderen Standard-Nahkampf-Angriff reingenommen. Das Punish reingenommen, was quasi meine Blockchance hochsetzt. Mit der Rune drauf, dass wenn ich blocke, eine kleine Explosion um mich herum entsteht. Ah, ja. Ups. So, mal aktiviert. Der eine fällt gleich um. Baum fällt! Noch einer fällt. Na, kriegen wir den dritten mit der. Nee. Nee. Schade. Oh, Crusader Part 2. Ups.
Das ist ja deine Doppelexplosion, was die machen. Ja. Na, das ist ja vielleicht mies. Boink. Ups. So, gehen wir mal oben lang. Ich bleib mal doch lieber auf dem Kick. Fühlt sich irgendwie ein bisschen stärker an. Boink. Na nu, was castest du denn schon wieder da auf die Ceres? Das ist Heimsuchung. Bin ich ein mächtiger Dot jetzt mittlerweile durch den letzten Patch. Macht in 12 Sekunden 4000 Damage Prozent, meine ich. Hui. Die Crippling Wave vom Mönch finde ich übrigens für so die ganzen über Torment 2 Sachen extrem genial. Weil es standardmäßig diese Dinge einfach mal den Schaden von allen Monstern untersetzt, die davon getroffen worden sind. Hier unten war doch gerade noch so ein Schwörer. Okay, er ist weg. Ja, er ist am Gift. Danke, danke. Ach, du bist da unten. Ja. Ich bin ja mal zum Fuba mit runtergecharged. Das finde ich an diesem Shield-Chart einfach mal lustig, dass du einfach mal durch Gegnermassen auch durchrennen kannst damit. Danke. Also die nicht auch noch mitziehen irgendwann? Eine Runde? Du kannst... Ja, irgendwas gab's da. Hui! Ich glaube, das ist so eine Bombe, irgendwas in der Richtung. Hier erstmal noch Feuer mit rein. Und dann den vorbeiläufst. Das Coole am Crusader an sich ist ja auch, dass er einer der beziehungsweise neben dem Barbaren einer der einzigen Helden ist hier in dem Spiel, der einen Taunt hat. Das heißt, der wirklich auch als Tank fungieren kann. Spricht hier irgendwas? Ja, mein Telefon. Ah. Aber ich muss jetzt warten. Gewundert, hä? Gibt Prioritäten, die man setzen muss. Richtig, richtig. Zocken gehört dazu, auf jeden Fall. So. Aber meine Richtungsentscheidung hat sich als falsch erwiesen. Und warum trage ich bitte als Crusader eigentlich gerade so ein Minischild? Das weißt auch nur du. Nicht mal das. Nicht mal das. Ah, das ist cool, dass du zusammengezogen hast. Da kann ich sie direkt alle taunten. Das war gerade ein Cyclone. Nette Fähigkeit vom Mönch. Einfach mal alles, was da rumsteht, auf einen Fleck zu ziehen. Sehr, sehr lecker für zum Beispiel, sagen wir mal, Magier mit Kometen oder mit ihren Desintegrate-Strahlern. Alles auf einem Haufen zu haben. Los, Zombie! Oder auch für meinen dicken Roundhouse-Kick macht sich das auch immer sehr nett. Na du? Hab ich. Ich dachte gerade, dass ich den Cyrus mit dem Kronleuchter gestunt habe, weil du genau da stehen bleibst. Oh, oh. Boink, boink, boink. Und hauen wir mit wachsender Begeisterung auf die Monster ein. Genau. Hui! Whee! Not yet.
Stirbt. So, jetzt müssen wir doch langsam mal endlich den Weg finden. Ich glaube, wir sind wieder falsch gelaufen. Na, wobei, das muss doch nicht helfen. Der Mönch spaltet sich von der Gruppe ab. Achso? Achso, ja. Wird schon. Wir haben immer noch alle den Gruppenbonus auf 2. Mhm. Also ist er noch Teil der Gruppe. Noch bist du Teil der Gruppe. Ha, ein Gnom. Oh, mehrere. Ganz viele davon. Öde! Ich habe noch eine Ecke gerannt, ja. Ja, ich habe so ein. Ich habe eigentlich eine Zweihandwaffe in der Hand. Das ist ein Passiv vom Crusader, dass er eine Zweihandwaffe in einer Hand tragen kann. Und was macht er mit Punish? Er schlägt hauptsächlich mit dem Schild zu. Ja. Praktisch, ne? Ja, ne? Was macht er? Achso, mit dem Schild. Er schlägt hauptsächlich mit dem Schild zu. Aber der Schadenswert vom Schwert wird trotzdem genommen. Ja. Oh, der Herr. And suddenly surprised butt sex. Dieses Molten, ey. Ja, das ist ziemlich ätzend. Überall Molten. Ah! Wurde zurückgesetzt. Ja, wir haben in diesem Flächeneffekt ein bisschen was gedreht. Zumindest was Gift, glaube ich, anging. Ah, ich schwimme hier nicht wohl. Was für eine Feststellung. Ah, ich glaube, hier sind wir jetzt auch tatsächlich falsch. Ja. Hui! Boink, 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 boink. Wenn wir jetzt noch runter gehen, können wir uns die Schriftrolle holen. Ah, da haben wir Schriftrolle, genau. Hua. Oh, hat die anscheinend schon. Ich noch nicht. Hihi. Na gut, aber setzen wir hier erstmal eine Pause und machen dann in der nächsten Folge weiter. Wenn es dann wieder heißt, hau da drauf. Hau da drauf. Ja. In dem Sinne, bis neulich. Bis zum nächsten Mal.